Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Über 30 Grad stehe ich hier schwitzend, aber war eine harte Woche, anstrengende und extrem intensiv tolle Woche. Ich war ja in Wien, wie ihr wisst, bei Petra Fürich und heute ist es soweit. Heute kommt die Sendung, kann ich allen nur empfehlen, ging um so viele politische Themen, natürlich um die Wahl, tiefgründige Sachen und sie hat eine Gabe, wirklich Fragen zu stellen, sehr intime Fragen. Ja, da lernt man den privaten Heiko kennen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum aktuellen Thema. Ich habe heute ein Gespräch geführt oder zwei Gespräche, die haben mich extrem zum Nachdenken angeregt. Habe ich mit zwei Jungs getroffen, der eine von VW, der andere von Daimler. Das war direkt aus Stuttgart, der andere aus Braunschweig und aus Wolfsburg. Die sind in der oberen Etage tätig, also jetzt nicht im oberen Management, aber ein bisschen darunter. Und das fand ich extrem erschreckend, was die mir gesagt haben. Also der von Daimler ist permanent unterwegs, weltweit. Und er hat mir erzählt, dass Kollegen von ihm sind Kollegen, die muslimischen Hintergrund haben. Die kommen aber letztendlich aus teilweise wohlhabenden Familien. Hat er mir erklärt, aus Diplomatenfamilien und so weiter. Die sind ursprünglich nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren, weil ich sage nur Fortsprung durch Technik. Dafür steht nun mal Deutschland im Automobilbereich. Und die sagen, was hier abläuft, ist unvorstellbar. Das heißt, ihr holt, sagen die zu ihm, ja aus unseren Ländern in der Regel die rüber, die als Schwerstkriminelle hier im Gefängnis sitzen müssen. Ich sage nicht nur. Und ich gebe nur wieder, was er mir gesagt hat. Und ich war erschrocken, dass ein 33-jähriger, gut aussehender, dynamischer Mann, der von Daimler, mir gesagt hat, er wird das Land verlassen, und zwar nächstes Jahr. Er hat die Nase voll. Er sagt, wo gehst du hin? Nach Saudi-Arabien, wegen der Steuer und allen möglichen anderen Dingen. Und die Geschichte von dem Mann von VW, die lief ähnlich ab. Er hat gesagt, er hat sich ein Ziel gesetzt, maximal 5 Jahre wird er dieses Land verlassen. Und mir geht es einfach nicht darum, das Land zu verlassen. Ich bin ja auch noch in Deutschland, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir, ich würde mal sagen, das ist nicht 5 vor 12, 5 nach 12. Und deswegen ist jeder jetzt gefragt, jeder beim Erwachungsprozess mitzumachen. Und da bringt uns das nicht weiter, mal zu sagen, ja, okay, die haben das gesagt. Wir sind belogen worden, betrogen worden. Und wir müssen erkennen, logischerweise, dass das eine konstatierte Aktion ist zwischen Medien und Politik seit Jahren. Und es funktioniert nur deswegen, weil ein Großteil Ja-Sager ist, die vielleicht auch anders denken. Kann alles sein. Aber in der Geschichte war es schon immer gewesen. Es konnten nur dann Dinge passieren, wenn Menschen gesagt haben, nein, ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, ich mache da einfach nicht mehr mit. Und wenn wir uns mal den großen Plot dahinter anschauen, das ist ja schon eine uralte Sache, sag ich mal. Die D-Mark, ich hatte im Buch die Jahrhundertlüge ja lange drüber geschrieben schon, über den Fall, wie sie verraten worden ist. Damals dann in dem Zusammenhang zu erwähnen, Alfred Herrhausen und Detlef Carsten Rohwedder, was damals ablief. Rohwedder, Chef der Treuhand, hat damals gesagt, Privatisierung, also Sanierung steht vor Privatisierung. Und Helmut Kohl, der rumgedackelt ist, der große Kohl mit seinem 10-Punkte-Plan, den er nie entwickelt hat, sondern im Endeffekt er eigentlich auch nur eine Sprechpuppe war. In dem Fall von Alfred Herrhausen, deutscher Bankchef, der diesen Plan entworfen hat. War natürlich ein Problem für die angelsächsischen Banken und auch für die Wall Street. Einer der Gründe, warum Herrhausen sterben musste und auch Rohwedder. Und dort wurden die Weichen schon gelegt in eine Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Also quasi D-Mark wurde verraten, der Euro wurde im Hintergrund in die Wege geleitet. Also es ging um Maastricht-Verträge, es ging um die Bilderberger, es ging um andere, die da schon festgelegt haben, unmittelbar nach dem Tod von Herrhausen. Übrigens, in Straßburg damals gab es eine Konferenz, wo man sich darauf geeinigt hat, einen Fahrplan zur Währungsreform. Und da haben alle noch gedacht, das wird niemals so kommen. Das wird niemals so kommen. Und deswegen ist entscheidend, dass wir einfach wissen, es gibt auch andere Kräfte, die dahinter stehen, die letztendlich Politiker mehr oder weniger als ihre Erfüllungsgehilfen ansehen. Deswegen sage ich immer wieder, das Zitat von Robin Williams, wo sind denn eigentlich die Sponsorenjacken? Die müssten eigentlich wie im Sport Sponsorenjacken tragen, wer sie bezahlt. Dann wissen wir wenigstens, wer sie bezahlt. Und deswegen ist es umso interessanter gerade, dieses Theater, was um die AfD gemacht wird. Also das ist eine Partei, die war noch nie in der Regierungsverantwortung, hat noch nie irgendwas gemacht. Letztendlich, und ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist ja das Kuriose, also die Vorsitzende ist lesbisch, hat eine Frau mit Migrationshintergrund aus Sri Lanka. Habe ich die Belege in meiner letzten Sendung euch schon gezeigt, dass beispielsweise in NRW die Abgeordneten mit Migrationshintergrund die meisten von der AfD kommen und interessiert aber gar keinen. Hier geht es darum, wie schon immer, es muss immer ein Antagonist, ein Gegenspieler da sein. Eigentlich müssten die sich umarmen, die müssten eigentlich hingehen und sagen, Dankeschön, danke, danke, dass die Partei, die AfD überhaupt existiert. Warum? Weil da nichts anderes passiert. Deutschland also runtergeritten worden ist, egal von wem, also von den Systemparteien, von den im Zusammenhang mit den gleichgeschalteten Medien, die also euch erklären, weil ich immer sage,
dass im Ammoniakfass ja Honig sich befindet. Also draußen steht Honig drauf, eigentlich ist Ammoniak drin. Und jetzt geht es darum, dass mal jemand anders die Möglichkeit bekommt und dass man sagt, zeig doch mal, was du drauf hast. Okay, mach's doch einfach mal, guck doch mal. Und werden wir sehen, wissen wir alle nicht, muss ich fairerweise sagen, wissen wir alle nicht. Aber es tut sich ja etwas, und zwar im Bewusstsein der Menschen, dass sie sagen, irgendwas haut hier nicht hin. Also das erzählen wir ja schon seit 20 Jahren, aber trotzdem finde ich es gut, sehr gut, dass einige sagen, ich glaube es einfach nicht mehr, was Politiker, Medien mir erzählen. Und einige sind ja, wie gesagt, durch die Corona-Maßnahmen dazugekommen in die große Freidenker-Szene. Und jetzt kommen immer neue dazu. Und das ist die positive Meldung, muss ich fairerweise sagen. Deswegen achtet drauf, dass wir, ja, also die Geschichtsbücher teilweise sind gefälscht. Alles ist verdreht worden. Und wir müssen achten drauf, dass die Wahrheit im Endeffekt sowieso als alleine für sich darstellt und sich in uns befindet. In diesem Sinne kann ich nur sagen, es gibt auch positive Sachen. Und zwar jetzt im September haben wir die Sommernacht gleich am 22. September in Polen. Alle, die im Juni dabei waren, wissen, was es bedeutet. Wir haben uns verbunden, wir haben nicht nur meditiert, wir haben wirklich vieles Intensives dort erlebt. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen, dort vor Ort. Es ist immer schön, wenn man persönlichen Kontakt hat, als wenn wir letztendlich kommunizieren über Kommentare. Link werden wir mal unten einblenden zu dem Event. Ansonsten schönen Resttag und holt euch mal einen schönen Drink bei dem Wetter. Alles Liebe, euer Heiko.